Studium und berufliche Praxis vereint. In Elmshorn feiert die Nordakademie ihr 20-jähriges Bestehen. Hochkarätige Gäste, darunter der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Thorsten Albig, zählen zu den Gratulanten. In Europa haben wir dieses Erfolgsmodell von dualer Ausbildung so gelebt wie in Deutschland. Die Nordakademie spielt eine ganz herausragende Rolle. Sie zeigt, dass wir das System der dualen Ausbildung transformieren können in den Bereich eines dualen Studienganges. Die Verbindung zwischen Wirtschaft und Studierenden, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wird hier mustergültig vorgelebt. Auch der Präsident des Arbeitgeberverbands, Professor Dr. Dieter Hund, ist bei der Feier vor Ort und zeigt sich begeistert von den Möglichkeiten der praxisnahen Ausbildung. Ich kann der Nordakademie, der Wirtschaft, der Hochschule für die Wirtschaft nur gratulieren zum heutigen 20-jährigen Jubiläum. Hier zeigt sich der Erfolg der Zusammenarbeit. Junge Menschen verwirklichen ihren Studienwunsch und erhalten gleichzeitig eine betriebsnahe Vorbereitung auf ihr späteres Berufsleben. Die PR-Agentur Adpublica aus Hamburg sorgt bei diesem Jubiläum für einen optimalen Ablauf und betreut die Pressevertreter vor Ort. Gastgeber der Veranstaltung, Hochschulpräsident Prof. Dr. Georg Plate, ist begeistert über die Entwicklung der Nordakademie in den letzten Jahren und bedankt sich ausdrücklich für das Engagement der Studenten. Unser Leitbild heißt ja mit der Wirtschaft, für die Wirtschaft, aber mit den Studierenden im Mittelpunkt. Also Sie, liebe Studierende, begrüße ich hiermit nochmal ganz speziell. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und dass Sie den Mittelpunkt des Campus nachher auch darstellen werden. Ein Rahmenprogramm mit musikalischen Auftritten sowie eine Cheerleader-Tanzaufführung sorgen für große Begeisterung beim Publikum. Mit 1500 Studierenden und mehr als 3700 Absolventen zählt die Nordakademie zu den größten privaten Bildungseinrichtungen in Deutschland.